Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Adventure V. Im letzten Part ging es los mit der siebten Welt, dem Nacho-Nervenkitzel, und es ist wirklich ein ziemlicher Nervenkitzel, denn das erste Level daraus war schon deutlich schwieriger als alle anderen Level bisher, gefällt mir aber. Und jetzt wird es dann weitergehen mit dem zweiten Level. Ich hoffe trotzdem, dass ich mich da ein bisschen besser anstelle, weil ich habe da auch beim ersten Level einiges an Blödsinn gemacht und ich hoffe, dass es hier etwas besser laufen wird. Aber schwierig wird es bestimmt dennoch, mal schauen. Okay. Ja, ich hätte sogar wechseln können. Eis wäre hier sogar vielleicht fast besser. Ja, obwohl, ich meine, so einen Abschnitt kenne ich ja sogar schon. Fast 1 zu 1 so. Nur, dass wir jetzt nach unten fahren und nicht nach oben. Aus der Peitschen-Challenge. Wo ich bei einem Fahrstuhl genau zielen muss. Wechsle ich halt doch zu Cutter. Ja, Cutter ist mir eigentlich schon lieber an sich hier. Als Peitsche. Würde ich sagen. Oh Gott. Okay, ich nehme gleich Schaden, wahrscheinlich. Nee, sogar nicht. Nice. Arm. Okay. Dann war mir das Zahnrad deutlich lieber als der blöde Stern da oben. Okay. Oh Gott. Das ist ein sehr, sehr hektisches Level. Okay. Ist da noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, da gab es nicht sogar. Wo sind eigentlich die Lava-Deckel hin? Die hat aufgehört, okay. Hätte ich noch irgendwo hier Eis? Doch, am Anfang hätte ich einmal Eis bekommen können. Kann ich mit Eis die Lava-Fontänen wegmachen? Und ist da dann was darunter? Ich hoffe mal nicht. Wenn ich jetzt gleich irgendwo das zweite Zahnrad verpassen sollte, dann werde ich nochmal zurückgehen. Und mir das nochmal angucken. Aber ich hoffe einfach, dass ich das zweite noch regulär finden werde. Okay, vor allem bei solchen Schiebewänden muss man auch ganz genau aufpassen. Also ich will am besten bei jeder Wand warten, bis sie einmal ganz nach links und ganz nach rechts gefahren ist. Weil das könnte ja darunter oder dahinter halt irgendwo ein Secret sein, was man nur bei einer bestimmten Position sehen kann. Da links unten zum Beispiel. Was ist jetzt der richtige Weg? Okay, das sind nur Sterne. Dann sind mir die egal. Hier ist dann der richtige Weg. Okay, jetzt werden die Blöcke schon zu Lava. Das macht es nochmal ein bisschen unfreundlicher. Okay, ich musste sogar hier hin. Okay. Oh Gott. Klebt auch ein Ninja an der Wand und da kann ich durch. Ja, okay. Sah ein bisschen komisch aus, aber das ist nur im Vordergrund die Lava. Deswegen kann ich einfach durchfliegen. Und hier im Bonusraum das zweite Zahnrad finden. Okay, da habe ich sehr, sehr kurz Zeit. Yeah! Aber ich bin gut. Ein gezielter Schuss. Aber ich habe auch ein bisschen Glück gehabt, muss ich zugeben. Aber hat gleich gepasst. Okay, nice. So, das Level läuft bisher zumindest schon mal besser als das erste Level. Aus der Welt, was wir beim letzten Mal gespielt haben. Aber ich will mich noch nicht zu früh freuen. Oh Gott. Okay, kann ich rein? Da will ich rein. Aber es wird bestimmt noch irgendwann so sein. Sprung, yeah! Beste Fähigkeit! Aber die ist ja echt cool. Yeah! Wird bestimmt noch so sein, dass ich mal irgendwann bei so sich verschiebenden Blöcken... Da sind gerade welche aufgetaucht. Okay, nur Sterne. Dass ich da irgendwie schnell sein muss. Oder halt, dass die, wie gesagt, kurzzeitig zumindest ein Zahnrad verdecken. Ich muss da schon genau hingucken. Okay. Nochmal. Ja. Nice. Okay, es läuft wirklich deutlich besser. Hier könnte jetzt irgendwo gleich eins aus der Wand kommen oder so. War das mittlere gut? Okay, war egal. irgendwie habe ich jetzt aber auch bei allem wirklich Angst, weil ich hier nichts verpassen will. Oh Gott. Ich krieg viel Elektro, dann wechsle ich mal. Obwohl mir Feuer jetzt hier natürlich lieber wäre. Aber wir kriegen bestimmt eh gleich wieder eine Kerze. Ah, ich kann sogar so das Licht auch ein bisschen heller machen. Das ist ganz cool. Okay. Dann ist sogar Elektro eigentlich doch ziemlich gut. Aber ich habe eh gleich die Kerze hier, genau. Dann passt es schon. So. Dann. Das geht. Okay, ich muss halt jetzt hier oben schwimmen. Oh Gott. Nein, nicht springen, Kirby, nicht springen. Aber ja. Ich will die Kerze aber auf jeden Fall behalten, weil eventuell brauche ich die ja sogar am Ende.
um weiterkommen zu können, weil vielleicht Eisblöcke im Weg sind oder so, die ich dann wegbrennen muss. Okay. Aha. Vielen Dank. Ach, nur ein One-Up, oder? Magst du Tomate? Und komm! Noch ein Stern. Dankeschön. Kein Zahnrad jetzt ernsthaft? Na gut, dann halt nicht. Aber das war schon wieder mit dem Dunkelheitsraum. Okay, ja, das Level ist echt unfreundlich, weil ich hier ständig überall zerquetscht werden kann. Und weil zerquetschen halt den sofortigen Tod bedeutet. Aber wieder mal ist Elektro hier... Ah, ich habe die Kerze immer noch weggenommen. Wieder mal ist Elektro hier ziemlich gut, weil die ganzen Gefahren, die auf mich ansonsten eigentlich zukommen würden, kann ich einfach durch mein Schutzschild quasi auch abhalten. Und ich kann so schön schnell durchlaufen. Wäre sogar Popstar gewesen. Okay. Ich warte mal noch kurz ab, ob da jetzt noch irgendwas kommt. Aber sieht nicht so aus. Okay, alles klar. Hammer oder Tornado? Hammer mag ich viel, viel lieber. Aber wir hatten Tornado seltener als Hammer, glaube ich. Jawohl, Hammer hatten wir auch überhaupt nicht oft. Aber komm, ich nehme Tornado. Oh Gott, jetzt werde ich sterben. Ich meine, an sich ist Tornado hier nicht so schlecht, weil ich halt schneller bin mit Tornado, deutlich sogar. Aber... Okay, jetzt kommt eben Bosskampf. Okay, dann ist es wirklich nicht so schlimm. Ah, wir kriegen sowieso eine Superfähigkeit. Na, es macht schon ordentlichen Schaden. Ich hab doch gemacht, komm. Ja, doch, gegen Bosse ist Tornado echt ziemlich cool, muss ich sagen. Okay. Aufhören, aufhören, aufhören. Aber ist ja, die kann er nicht verschwinden, ne? Die brauche ich ja. So, okay. Gigahammer! Ha ja! So, wunderschön. Na, wir hatten ja, wie gesagt, erst im vorherigen Level auch eine Ultra-Fähigkeit hier. Aber jetzt auch wieder. Das heißt auch wieder ein Portal. Beim letzten Portal bin ich ja tatsächlich dann doch gestorben. Also so halb. Doch bin ich schon. Aber halt beim Bosskampf gegen den Sphärenspuk am Ende und nicht etwa bei dem Platforming-Abschnitt. Was ein ziemlicher Witz war, weil das nicht mal ein neuer Sphärenspuk war. Das hätte ich also eigentlich locker schaffen müssen. Aber da bin ich irgendwie total blöd gestorben. Keine Ahnung. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass mir das hier nicht nochmal passiert. Und dass ich es dann direkt schaffen werde. So, halt. Das sieht schmerzhaft aus. So, reicht ein normaler Schlag. Bam. Ja. Okay. Aber hier brauche ich mehr Schläge, glaube ich. Warte mal. Ich will sogar jetzt keine... Kann ich das sogar verkacken? Das würde mich interessieren. Ich probiere das mal kurz. Ich kann sogar verkacken. Ah, es besetzt sich dann. Okay, weil ich muss ja da die Verbindung schaffen. Das habe ich schon gecheckt. Also hier Stufe 2. Oder halt zweimal einzeln draufhauen. Aber so geht's auch. Genau. Nice. Das ist ganz cool, dass man hier nochmal so ein kleines Rätselchen lösen muss und nachdenken muss, auf wie oft man den Hammer auflädt. Oder man schlägt halt, wie gesagt, zweimal einzeln, das würde auch gehen, aber wenn ich ihn schon aufladen kann, dann kann man das ja auch gleich so sinnvoll benutzen. So, dann hier wieder. Einmal gar nicht, einmal dreimal gar nicht. Ja, nee, doch nicht hier können. So, hier jetzt. Einmal. Ha. Einmal. Und hier volle Pulle. Bam! Sehr schön. Okay, kann nach unten. Ich denke mal, hier ist dann gleich schon das Portal. Yeah! Nice. Okay, noch nicht. Ich muss erst noch was machen. Ach. Kann ich den Kristall zerstören? Einfach so. Moment. Nein. Okay, dann mache ich erstmal die am Rand weg. Muss ich wahrscheinlich auch. Und dann kann ich halt erst die große oben zerstören. Ja, die Vögel nerven mich auch noch. Das war jetzt nicht so intelligent, wie ich das von der Reihenfolge her gemacht habe. Aber passt schon. Ich weiß nicht ganz, warum da so Echsen drauf sind. Aber okay. Ja, das ganze Gebilde ist auch eine Echse. Irgendwie, keine Ahnung. Ach, warum treffe ich das eigentlich nie? Mann. Bam. Okay, das reicht. Bam.
So, jetzt ist der Kristall hoffentlich weg. Ja. So. Und? Nochmal volle Pulle. Bam! Yeah! Sehr interessante Apparatur. Aber damit haben wir auf jeden Fall das Portal freigespielt. Gut. So, dann mal gucken. Auch von oben kommt sie wieder, okay. Das ist fieser, finde ich. Weil ich sie nicht durch Sterne zurückdrängen kann. Und weil halt der Bildschirm eher in die Breite geht als in die Höhe. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass sie immer schneller zu mir herkommt. Ich glaube, die ist auch ein bisschen langsamer sogar. Also zeitlich habe ich, glaube ich, genauso viel. Aber ich habe halt trotzdem weniger Platz irgendwie, ne? So, das ist schwierig zu beschreiben. Egal. Okay. Nein, nein, Kirby. Okay. Oh Gott. Okay. Ja, das geht aber noch bisher, finde ich. Aber ich sollte meine Klappe halten, glaube ich. Das wird noch schwieriger. Okay, hier jetzt wieder durch. Ah ja, die Wand oder die Decke eher diesmal. Ist hier jetzt auch wieder kein so großes Problem, finde ich sogar, weil man hat schon genügend Zeit, um hier voranzukommen. Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen, gerade. Okay. Achso, nee. Okay, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, ich müsste jetzt da irgendwie runterfallen oder so. Aber hat ja funktioniert. Ja, beeil dich bitte. Mach schneller, du blöde Wand! Mach schneller! Okay, passt. Also ja, die lila Wand war jetzt hier wirklich gar nicht so ein Problem. Eher die anderen komischen Wände, die mich hätten zerquetschen können. Warum kriege ich jetzt immer Schlaf eigentlich? Was will ich mit Schlaf? Dann halt Laub. Laub ist eh auch cool. Okay. Ich habe schon gedacht, die Stage wäre normal. Aber natürlich ist sie nicht normal. Ja, wir haben schon viel Schaden machen können. Nee, das war jetzt sehr knapp. Verdammt. Ja, das Schöne ist halt, dass ich überall meine Blätter raushauen kann. Und viele von seinen Kugeln, die er schießt, treffen mich halt dann einfach gar nicht. Weil sie schon an den Blättern kaputt gehen. Ach, jetzt checke ich das erst. Der explodiert da dreimal oder so. Ich dachte immer nur einmal würde der explodieren. Das war beim letzten Mal auch schon, wo ich Peitsche gegen ihn hatte, mein Fehler. Der explodiert dann mehrmals. Das erklärt das. Okay, verstehe. Können wir schön die Kugeln schon wegmachen. Ja, verdammt. Die einzelnen Laubschüsse machen halt natürlich relativ wenig Schaden, nur das ist klar. Aber ich treffe halt ihn dafür ständig. Er mich jetzt aber auch. Ach komm jetzt. So, okay. Puh. Yeah! Okay, sehr schön. Huiuiui. Dann haben wir auch das. Aber das Level ging jetzt ein bisschen schneller als das aus dem letzten Part. Hat auch ziemlich lang gedauert, aber ein bisschen schneller ging's. Yay! Und deswegen das dritte Level machen wir dann heute auch noch, denke ich mal. Vielleicht wird der Part dann doch etwas länger, aber das passt schon. Ninja, dann wechsel ich. Yay! Triple Ninja! Achso, nee. Jetzt habe ich random einfach irgendwas bekommen. Hä? Aber das war doch schon häufiger so, dass ich mehrere Gegner eingesogen habe. Und dass ich dann einfach eins von den beiden bekommen habe, oder nicht? Das war jetzt komisch. Egal, nehme ich halt Sprung. Obwohl ich Sprung hatte, habe ich hier beim Sprung-Minispiel übrigens verkackt. Will ich mal anmerken. Aber okay. So, dann Stage 3. Ist das schon das letzte reguläre Level? Es gibt wieder 5 Zahnräder. Ja, anscheinend schon. Da oben ist ja dann schon die Spitze vom Vulkan und da gibt es dann schon Action. Also ja, letztes normales Level anscheinend. Machen wir noch. Ich hoffe, dass es jetzt nicht eine halbe Stunde dauert oder so, das Level. Mal schauen. Okay. Das habe ich gar nicht gepeilt. Ja, da wechsle ich. So, Kampf habe ich ja eher random gerade bekommen. Sprung meine ich. Habe ich eher random gerade bekommen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Okay. Oh Gott. Oh
Okay. Das sieht wieder mal nicht sehr einladend aus, das Level. Aber schaffen wir schon. Mit meinem Hadoken und auch dem coolen Move hier. Kriegen wir das schon hin. Ja, die zerstören das auch, oder? Mit Sicherheit. Ja, tun sie. Okay. Also hier will ich eher schnell sein. Ja, ich muss halt natürlich trotzdem ein bisschen erkunden, weil das könnte sein, dass hinter manchen von diesen Blöcken dann Zahnräder sind oder so. Das wäre schon ziemlich fies, aber könnte sein. Sterne sind da zum Beispiel jetzt sogar. Also Zahnräder könnten... Ja. Zahnräder könnten da auch sein. Bam. Da unten jetzt zum Beispiel. Nein, 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 nein. Was war das denn für ein Quatsch? Und das war natürlich am Ende vom Raum. Jetzt muss ich den nochmal komplett neu machen. Ohne Kampf diesmal. Ach Gott, ey. So ein Quatsch. So ein Quatsch, ey. Nehme ich halt wieder Peitsche. Oder Laub. Ich lass mal jetzt Peitsche. Mit Peitsche habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Hier ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn ich mit Laub... Ich nehme Cutter. Da habe ich noch mehr Kontrolle. Laub ist hier vielleicht gar nicht so gut, weil ich halt ständig meine Blätter überall rausballere. Und dann mache ich halt versehentlich vielleicht voll viele von den Blöcken da kaputt. Obwohl ich vielleicht gar nicht alle von denen kaputt machen will teilweise. Weil ich die noch als Plattform oder sowas brauche. Also hier ist es vielleicht wirklich besser, wenn ich da keine Fähigkeit nehme, wo ich überall Sachen raushaue. So, und da war nur eine Maxi-Tomate, nichts anderes mehr. Deswegen gehe ich weiter. Obwohl ich die jetzt sogar hätte gebrauchen können, aber ich wollte nicht nochmal sterben. Das war echt richtig doof gerade. Okay, da unten. Ich sehe es. Komm ich hin? Okay, ja, das war ziemlich einfach. Mhm. Er war auch das erste, passt. Der fällt gleich um. Das habe ich schon gesehen, ja. Der fällt auch relativ schnell um, also da kann ich glaube ich nicht einfach durchlaufen. Sogar, da muss ich wirklich warten. Außer ich bin ganz, ganz schnell. Ja, man kann es schaffen. Aber ist glaube ich nicht unbedingt zu empfehlen. Yeah. Diese komischen Feuerbälle da sind lustig, die da so entlang schweben. Okay. Ach komm. Bam, 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 bam. Sehr gut. Haben wieder ein bisschen Heilung. Das passt. So, wo ist das nächste Zahnrad? Wo wäre ich jetzt, wenn ich ein Zahnrad wäre? Nice. Ich wechsle mal, ja. Okay. Hui. Ja, vielleicht da unten in der Lücke irgendwo. Das kann ich mir sogar wirklich vorstellen. Oder erstmal Boss, okay. Du mich auch wieder. Der mir keine Ufo-Fähigkeit gibt. Also ich, genau, ich kann ja auch Sachen verschlucken. Als Eiskirby. Ja, lol. Als Eiskirby. Ach, toll. Danke. Ach. Okay, Igel. Igel ist gut. Ich bin sogar hier relativ in Sicherheit da unten. Ist ganz cool. Ja, wenn ich mal genau zwischendurch schieße, ist nicht so geil. So. Und. Bam. So, herkommen natürlich. Okay. Was war trotzdem eine ganz coole Arena. Auch fies, weil man hätte ja da auch instant sterben können. Aber ist mir ja zum Glück nicht passiert. Nee, okay. Ich sehe jetzt nichts mehr. Okay. Brauche ich gleich Elektro dann noch? Weiß ich nicht. Wirkt jetzt irgendwie nicht mehr so. Es war ja ansonsten eigentlich fast immer so, dass man die Fähigkeiten von den Zwischenbossen gebraucht hat. Aber hier jetzt bisher zumindest nicht. Oh Gott, ich kann hier überall entlang fliegen. Da könnte überall was sein. Oh shit. Der Raum wird ein bisschen dauern. Da unten? Okay, da ist nichts mehr. Ich kann die auch nicht wegbewegen, die Dinger. Weil es könnte ja auch sein, dass die irgendwie Türen blockieren oder so. Aber wenn ich sie nicht wegbewegen kann, dann anscheinend eher nicht. Der ist groß. Okay, Essen. Auf der anderen Seite. One-up. Das war knapp. Aber ich hab's mir geholt. Passt. Elektro ist aber trotzdem ziemlich gut hier. Elektro ist allgemein übelst stark. Also auch bei auch in anderen Kirby-Spielen schon, finde ich, aber hier erst recht, weil ich eben ständig meine Barriere um mich rum haben kann.
indem ich schüttle. Und ich habe trotzdem noch freies Movement. Das ist schon ziemlich krass. Jetzt das zweite Zahnrad ist... Oder das erste ist doch schon ein bisschen hier. Okay, jetzt. Da ist es vielleicht. Oh Gott, der Schuh. Bam. Oh shit. Okay. Nein, fuck. Ja, komm, komm wieder. Zwei schon. Dankeschön. Sehr, na komm, spring halt. Okay. Und ich hab sogar hier einen Checkpoint. Okay. Puh. Ja, das ist... Also wenn das kein Zahnrad wert ist, dann weiß ich auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Aber das geht sogar, weil ich muss hier den hohen Sprung seltener machen. Okay, da ist es. Seid jetzt bitte auch das zweite. Ja, okay. Sehr gut. Oh ja, das scheint auch wieder ein sehr langes Level zu sein, wenn wir jetzt erst die ersten... Ich kann mich nicht mal kratzen. Wenn wir jetzt erst die ersten beiden Zahnräder, das war sehr knapp, gefunden haben. Oder die anderen kommen jetzt einfach Schlag auf Schlag. Okay, die komische Trompete wieder. Mit Schutz von oben. Okay. Will ich jetzt bei den Gegnern sein? Ja, schon. Weil ich kann sie ja von oben leicht besiegen. Wenn sie auf meiner Höhe sind, also wenn sie am Boden sind, dann kann ich sie nicht mehr so leicht besiegen. Das passt schon, ja. Jetzt habe ich nämlich ein Problem gleich. Okay, nice, sogar geschafft. Nein. Okay, passt. Kann ich den mitnehmen überhaupt? Das wusste ich gar nicht, dass es geht, dass man Schlüssel durch Türen mitnehmen kann. Aber finde ich gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Abschnitt ist lustig. Ich werde ständig verfolgt von blöden Gegnern. Ich kann nicht fliegen. Ja, genau. Kirby, spring halt. Scheiße. Kommt da wieder einer raus? Ja, mehrere sogar. Okay. Ja, die Herausforderungen für die Zahnräder sind echt schon ziemlich krass hier. Okay, nice. So, zwei fehlen noch. Kommt hier wieder eine Superfähigkeit. Bei den letzten beiden Leveln hatten wir ja sogar welche. Ja, es kommt nochmal eine. Und ich darf sie nochmal gegen Zwischenbosse einsetzen. Okay, das ist auch altbekannt. So. Ultraschwert! Ha ja! So, jetzt einfach alle Zwischenbosse instant killen. So. Was? Yay, easy. Wäre es doch nur immer so einfach. So, hi. Opa Klops. So. Ordentlich Kloppe gegeben. Bam. Ja, bei denen, die hatten irgendwie einen komischen Namen. Ich kenne die eigentlich. Also, ne Quatsch. Die Kleinen heißen, glaube ich, Sir Kibble. Oder? Die, die mir halt die Cutter-Fähigkeit geben. Nicht das ein? Nee, ist. Ah, unten fliegt es weg, okay. Ich dachte, die Decke würde von oben jetzt runterkommen. Das wäre auch eigentlich sinnvoller gewesen. Wenn ich. Ja, nicht unbedingt, weil ich dachte halt, das wären Säulen, aber es waren eher quasi Seile, die die Plattform unten getragen haben. Okay, das macht schon Sinn. So, bam. Wie sie alle explodieren. Wunderschön. Ist da rechts noch was gewesen? Nee, okay. Dort dann noch weiter Zwischenbosse platt machen. Als nächstes. Die Wassergalboros. Bam! Sehr schön. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Bonkers! Bam! Sehr schön. So, aber es wird dann gleich nochmal ein Portalabschnitt kommen, was es natürlich dann nicht so einfach macht. Das Ganze. Das könnte dann der letzte Portalabschnitt sein. Überhaupt. Außer beim... Es kann schon sein, dass beim Finale... dass beim Finale nochmal irgendwie sowas kommt. Das fand ich jetzt ein bisschen unfair, muss ich sagen, die Stelle. Ich schneide mal sogar kurz. Das finde ich echt ein bisschen unfair. Es wurde einem davor beigebracht, dass bei diesen Säulen der Boden einbricht und nicht etwa die Decke einbricht. Das war ja das, was ich zuerst vermutet hatte.
das finde ich ein bisschen doof, weil das wurde einem anders beigebracht irgendwie. Das, hier mag jetzt die Decke anders ausgesehen haben und so, aber wenn es davor halt genau andersrum war und die das jetzt plötzlich ändern, dann finde ich das ein bisschen ungünstig irgendwie. Aber okay. Na gut. Was soll's. Ich habe ja genügend Leben, ne? Ist trotzdem halt doof. Weil ich bin da immer kein so Fan davon, wenn einem halt etwas beigebracht wird in einem Videospiel und wenn es halt dann plötzlich danach ganz anders gemacht wird. Nimm das, Vulkan! Wow. Einfach mal einen Vulkan durchschnitten. Warum denn auch nicht? So, ich wollte noch eigentlich erwähnen, das hier wird wahrscheinlich das letzte reguläre Portal werden, aber ich kann mir vorstellen, dass beim Final Boss das auch noch irgendwie vorkommt oder so vielleicht. Weiß ich aber nicht sicher. Aber regulär dürfte es das letzte sein, weil es ja auch das letzte reguläre Level ist. Und deswegen erwarte ich nochmal, dass das hier nicht so einfach wird. Ich bin immer noch bisher nicht bei den Platforming-Abschnitten zumindest gestorben. Bei den Portalen. Und vielleicht kann ich das noch halten, aber das wird jetzt schwierig werden. Okay. Ruhig ich mal ein bisschen warten, weil ich habe schon an sich genügend Zeit. Okay. Tschüss. Ja, ich warte. Ja, das war jetzt das nicht so wert. Weil ich ja eh noch warten musste. Das war dumm. Jetzt habe ich nur eine Chance. Puh. Okay. Ja, das ist schon fies, wenn man da irgendwas schießen muss und man halt dann nur eine oder zwei Chancen hat oder sowas. Und wenn man das nicht schafft, dann hat man halt verkackt. Aber passt ja zum Glück noch. Hier kann ich auch einfach drüber fliegen. Das ist jetzt nicht so schwierig gewesen eigentlich. Bam. Geht der Stern kaputt an den Dingern eigentlich? Nee, oder? Ein großer jetzt zumindest. Nee, also die kleinen wären wahrscheinlich gerade kaputt gegangen. Deswegen muss ich es ja mit Timing machen. Wahrscheinlich. Aber die großen gehen nicht kaputt dran. Okay. Alles bricht ein. Und das war's. Okay. Puh. Okay, so jeden Platforming-Abschnitt immerhin geschafft ohne Tod. Das ärgert mich trotzdem, dass ich da das eine Mal... Ja, schlaf, lol. Dass ich da das eine Mal beim Sphärenspiel gestorben bin. Das war richtig, richtig unnötig einfach nur. Aber jetzt... Oh Gott. Okay, ich werde nochmal sterben. Oh weia. Okay, ich muss jetzt wirklich mal ein bisschen defensiver spielen. Weil ich darf jetzt hier nicht zu viel Schaden nehmen. Vor allem kommen alle nochmal. Also alle verschiedenen Versionen, die wir kennengelernt haben. Scheiße. Das wäre ziemlich fies. Okay, der ist tot. Na komm. Nein! Oh Gott, war das knapp. Okay. Nee. Okay. Das finde ich immer ein bisschen random, dass jetzt gerade die beiden kamen. Man kann es ja auch an der Anzahl ihrer Federn erkennen. Das war jetzt der mit 2 und 3 Federn, glaube ich, der da kam. Und der stärkste, den wir kennen, der stärkste von den normalen, ist dieser Eissphärenspuk da mit 5 Stück. Warum kamen jetzt gerade die mit 2 und 3? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Aber ist okay. So, hier ist nichts mehr ansonsten. Gut. Auf jeden Fall haben wir alles. Puh. Wir schaffen das, Kirby. Hui! So, und das sind wir. Huiuiui. Ist da oben noch? Kann ich da rein? Ah, siehst du mal. Wusste ich's doch. Ach ja. Das war zwar jetzt kein Mond, aber so ähnlich. Das ist kein Hellraum mehr, oder? Ne, einfach nur ein anderes Ziel. Kleines Secret noch. Okay. Nice. Puh. Und? Okay, nochmal knapp, aber im letzten Level nochmal die 1. Yay! Hi! So, wunderschön. Gut, dann
Oh Gott. Das sieht nicht nett aus. Würde ich jetzt aber sagen, war es hier für diesen Part von Let's Play Kirby's Adventure Wii. Alle Zauberzahnräder gefunden. Sogar insgesamt alle, genau. Wir haben sogar noch eine weitere Itemprüfung haben wir jetzt vor uns. Achso, da kommen einfach alle möglichen, also ich muss es ohne Fähigkeiten machen, aber alle möglichen Items kommen vor, die Kanone und sowas zum Beispiel und die Trompete und sowas, denke ich mal. Und die Kerze wieder, um Gottes Willen. Das wird auch schwierig werden, glaube ich. Aber ja, das war es auf jeden Fall erstmal hier. Beim nächsten Mal wird dann hier der Boss kommen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie lang der jetzt dann hier sein wird. Der wird auch Millionen verschiedene Phasen haben, wie ich Kirby so kenne. Deswegen werden wir den vielleicht in zwei Parts machen müssen oder so, mal schauen, weil die Challenge will ich ja natürlich auch noch machen, vielleicht sogar am Anfang des nächsten Parts oder so, muss ich noch gucken, wie ich das machen will, aber auf jeden Fall beim nächsten Mal wird schon Action geben, so viel steht fest. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.